mein Gott, Leute, wollen wir am Mittwoch einen Fischdöner nachmachen, den von Mickey? Habt ihr Lust drauf? Ich kann zwar nicht grillen, aber ich brate einfach den Lachs, okay? Ich mache euch ein Angebot, Mittwoch, wisst ihr, 17:30 nächster Stream. Wir machen einen Fischdöner. Wir machen einfach nach. Warum nicht? So eine geile Idee. Es gibt jetzt eine Sache, die ich zum Beispiel auf YouTube gesehen habe, und zwar Fischdöner. Es gibt einen Fischdöner. Und ich dachte mir, what the fuck, Digga, wie kann bitte ein Fischdöner schmecken? Von Yusuf, der, da gucke ich ab und zu mal rein, ist jetzt nicht unbedingt super oft mein Content, aber ab und zu mal, und mir gefällt, gucke ich mal rein, und der hat einmal einen Fischdöner getestet, und ich kann mir im Leben nicht vorstellen, Digga, wie ein scheiß Fischdöner schmeckt. Der kommt aus Frankfurt, vielleicht kommen auch einige von euch aus Frankfurt, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr schon was gegessen habt, Alter, ein Fischdöner. Da werde ich reinschauen, mir geht es eigentlich nur darum, wir wollen kurz abgucken, wie der Fischdöner ist, und gleichzeitig mein leckerer Schnitzel werde ich fressen. Schweinedöner, abartig. Alter Oliver, denkst du echt, ich esse meine eigenen Verwandten? Nein, ich esse aber dieses leckere Schnitzel lieber. Heute wird ein strammer Tag, Leute. Und zwar treffe ich gleich einen Zuschauer und wir verbringen den ganzen Tag zusammen. War ein richtig knackiger Tag. Okay. Ein knackiger Tag mit einem Zuschauer. So, und mal gucken, wie der Tag wird, wenn das cool wird. Deswegen, meine Mutter hat probiert, Wiener Schnitzel nachzumachen, weil ich halt in Wien ja war und sie dachte so, ah, lustige Idee. Und heute hat sie es frittiert und ich muss sagen, es schmeckt gar nicht so schlecht. Immer mal wieder machen, gar kein Problem. Ich bin gerade auf dem Weg und hol den Jungen ab von seinem Hotel, wo der ist. Er trifft sich mit Zuschauern und der Zuschauer zeigt anscheinend an den Fischdöner. Assalamu alaikum, Achi. Moin. Bruder, wallah, mashallah, gut siehst du aus. Bruder. Wie geht's dir, Bruder? Gut, und dir? Alles gut. Ja, Bruder, bei dir? Ari, ich muss das festhalten. Alles gut. Ich bin gespannt, ob wirklich ein Zuschauer ist, dein Kollege. Wirkt gerade irgendwie, als ob die Kollegen wären und nicht Zuschauer. Ich habe mich auch mal mit einem Zuschauer getroffen. Das war damals bei dem Center-Shock-Video. Das kann ich euch ganz, ganz schnell zeigen, falls ihr es nicht kennt. Center-Shock-Video ist ja auch schon ein bisschen her. Am Ende des Videos hatte ich so viele Center-Shocks übrig, dass ich dachte, ich mache über Instagram so einen Aufruf. Wer Bock hat, kann die Center-Shocks haben. Und da habe ich mich hier, Moment, zeig mal den guten Mann. Hier habe ich mit dem Zuschauer mich einfach getroffen. Einfach so random vor Saturn in Hamburg. Und habe ihm ganzen Center-Shocks gegeben. Habe noch eine Stunde mit ihm geredet. Halt super korrekt drauf gewesen. Mega entspannter Typ. Und die ganzen Center-Shocks noch abgegangen. Und der hat mich sogar noch richtig lecker einen Döner von Mehmet mitgebracht. Ultra geil. Also sowas ist möglich. So ein Fantreffen und so und so fort. Könnt ihr bestimmt verstehen. Ist natürlich ein bisschen... Oder Fantreffen hört sich so kacke an, Digga. So ein Zuschauer ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Wisst ihr, was ich meine? Schwierig. So eine Behinderung. Einzelne Zuschauer zu treffen war... Also war nice. War echt ein cooler Typ, Mann. War echt entspannt, ihn zu treffen. Und ja, ich kann verstehen. Also wenn das wirklich ein Zuschauer ist... Echt coole Situation. Coole Situation. Kannst du ruhig festhalten. Mashallah. Mashallah. Aber ey, bevor es weitergeht, Bruder, warte mal. Hier. Rum. Ein Sack. Was haben wir da schön? Ach, er verschenkt ihn Sachen. Ich muss echt sagen, mich juckt ja nur der Fischdöner. Obwohl hat er hier Ferdifuck. Nee. Eigentlich sogar gesagt 11 Uhr. 11 Uhr. Aha. Aber dann meinte er, ja, ich bin wach. Er sagt, okay, ich bin gleich da. 45 Minuten. Um 10 Uhr, um 9.15 Uhr hat er gesagt, 45 Minuten. Habt ihr gesehen? Er war 10 Uhr hier. Aha. Krass. Deutscher Staat. Hallo, mein deutscher Staatsbürger. Ich möchte den Döner sehen. Wo esst ihr denn den Döner? Europäische Zentralbank. Ich denke mal, die Frankfurter unter euch. Ah, hier. Hier kommt der Fischdöner. Ja, wer weiß, Alter. Vielleicht Haus des Geldes wird irgendwann hier gedreht. Kann sein. Hoffentlich. Zeig mir den Fischdöner. Wir gehen jetzt hier zu dem Fischdöner. Ein bisschen Fischdöner essen. Alter, Fischdöner. So, ich habe diesen Fischdöner schon lange nicht mehr gegessen, Leute. Schon eine ganze Zeit her. Mal gucken, Alter. Das ist auf jeden Fall so ein Boot. Okay, ist auf so einem Boot verkauft. Das ist noch nie. Ist das, ich frage mich gerade, ob das Deutsche ist anverkaufen oder halt. Obwohl, da steht und Istanbul. Da verkauft der Fischdöner. Ja, guck mal, das ist eine Karte. Was willst du haben, Boot? Fischdöner, Hamsi, Saldellen oder Uskumru, Makarelle. Achso, das ist ja türkisch wahrscheinlich, ne? Also Zibura ist Dorade oder Baby Kalamar. Oder willst du diese Hamsi, Makarelle? Oh Gott, Kalamari ist doch ein Tintenfisch, also Baby Tintenfisch. Oh Digga, das ist unmenschlich. Also das ist wirklich unmenschlich. Drei verschiedene Formen gibt es hier Döner, okay. Also Fischdöner. Kannst du zweimal Hamsi machen? Ja. Hamsi, Döner. Okay, ja. Also sieht jetzt nicht aus wie Deutsche. Mit Roggen komplett rein. Ja. Alles, okay. Bist du auch mit Zwiebeln und so? Ja, hab gefragt, ob es Deutsche sind, falls euch wundert. Ich grad dachte so, Digga, man hätte nicht vorstellen, dass ein normaler, sag ich mal, normaler Dönermann sowas anbietet. Aber wie man hier sehr in der Karte sehen kann, Döner vegetarisch, Lahmacun mit Dönerfleisch. Also anscheinend bieten die mehrere Sachen. Also normaler Döner, plus halt Fischdöner, so als Special. Ich hab 4-5 Jahren hier mal gegessen. Der sitzt sehr leicht im Magen. Und sehr schöner Geschmack. Weißt du, was ich meine? Okay. Hammer Ding, auf jeden Fall. Wie heißt denn der nochmal? Wie heißt der Laden? Vielleicht kann ich auch mal auschecken, wenn ich in Frankfurt bin. Bruder, wie heißt dein Dönerladen hier? Wie heißt das? Wie heißt dieser Dönerladen? Nein, Name von deinem Laden. Istanbul. Einfach Istanbul? Der wird doch verklagt. Okay, wenn ihr kommt, guckt euch das an. Das ist einfach so ein Schiff hier. Könnt ihr essen, könnt euch auch oben hinsetzen und so. Okay. Nett. Ja. Danke. Hey, einfach da unten, Alter. Das ist die Ausgabe. Tomaten! Das mit Hamsi. Sag vom Aussehen im Chat, Leute, was sagt ihr zu diesem Aussehen, Alter? Weiß nicht, irgendwie, ich finde, das sieht nicht appetitlich aus. Das Brot sieht irgendwie echt nicht gut aus. Die Tomate kann man auch gleich runterwerfen. Der Salat sieht halt aus, als ob es eine Dose wäre. Sieht nicht so frisch aus. Aber es geht ja hauptsächlich um den Fisch und der sieht halt irgendwie... Ey, Leute, ich hasse Fisch. Und jetzt werden schon einige sagen, ah, Fischi, ich bin ein fischiger Fisch, aber...
Leute, ich schwöre es auch damals hier in Hamburg gibt es ja den Hafen. Also, wisst ihr, Hamburg ist im Kampf für den Hafen. Und dann gibt es halt auch immer den Fischmarkt. Und meine Eltern sind da immer hingegangen. Und auf dem Fischmarkt immer so: 3 Euro, meine Frau für 3 Euro, können Sie kaufen? Und ich, Digga, ich habe den Fischmarkt immer gehasst, weil, Digga, ich habe Fisch immer übelst gehasst. Ich mag zum Beispiel Fischstäbchen, das zählt aber, glaube ich, gar nicht als Fisch. Ich glaube, in Fischstäbchen ist vielleicht 3% echter Fisch drin oder so. Aber also, ich bin kein Fischmann. Ich bin wirklich kein Fisch. Ich hoffe, ihr seid Fische. Oder hoffentlich seid ihr auch keine Fische. Ich muss sagen, Fisch finde ich einfach nur kacke. In Türkei wird Hamsel meistens so zubereitet. Also ist das normal? Ich selber in Türkei habe nie einen Fischdöner gesehen. Oh ja, Backfisch. Backfisch finde ich auch geil. Da, guter Einwurf, guter Einwurf. Der ist gut, echt geil. Zeig mir, wie es schmeckt. Das sind diese Sardinen, ja, haben sie. Der sieht doch fresh aus, oder? Warte, halt mal. Ich muss noch sehen. Was? Ja. Danke. Schön. Ja, danke, ciao. Ah, geil, habt ihr gesehen? Man kann in diesem Boot innen drin sitzen. Guck mal hier. Ja, man kann es ja echt reinsetzen und dünn. Also ist schon eine geile Idee mit so einem Boot. Danke, ciao. Döner auf dem Boot, Digga. Ab, Leute, das ist nicht normal. Leute. Nicht normal, oder? Ist schon besonders, ist schon besonders. Halt rein, sag mal. Was wird er wohl sagen, Digga? Ich bin gespannt auf die Meinung. Maschallah, oder? Ist vorbei, ja? So lecker, oder was? Reingewissen. Schön, diese haben sie mitgenommen, direkt. Direkt mitgenommen. Bruder, direkt. Und der kommt so fresh vorbei. Der ist noch ein Biss, Bruder. Alter, man muss immer mehrere Bissen nehmen, sonst kann man doch nicht ordentlich analysieren. Mit haben sie. Direkt, Bruder. Mit haben sie direkt. Moment mal, da muss ich ja ordentlich analysieren. Da muss ich mal richtig rangehen, Leute, wenn ich hier den Döner schon bewerte. Dann aber richtig, bitte. Direkt. Jawohl. Jawohl. Wenn hier jetzt Küche wäre, ihr hättet kaputt gemacht. Guck mal bitte, was ein Ambiente, Leute, hier. Ja, du musst mir sagen, wie es schmeckt. Deine Meinung interessiert mich auch. Schön. Jetzt bin ich dran, Leute. Komm mal rein. Guck mal, diese Hamsis machen wir schön hier rein. Schön Böller. Schön zusammenpressen. Also es sieht ja gut frittiert aus, aber irgendwie, Digga, Fisch spricht mich einfach nicht an, Mann. Es sieht aus wie so ein Tentakelarm, findet ihr nicht? Okay, hau mal rein da. In dein Bart rein. Alte Zeiten kommen hoch. Vor 4-5 Jahren immer noch geiler Geschmack. Also er feiert den Fisch. Haben sie schön zitronisch, frisch, erfrischend. Passt genau in so heißen Tagen, oder? Ja, ich kann mir nur. Also anscheinend den beiden Jungs schmeckt. Ihr im Chat hat auch schon gesagt, das könnte nicht lecker sein, aber irgendwie den Leuten gefällt es anscheinend. Oder den beiden Jungs gefällt es anscheinend. Mir aber ich. Oder Jungs, ein bisschen übertrieben, schon Männer. Aber ich als Analysefettsack muss sagen, ich weiß nicht, der Fisch, es sieht nicht scheiße aus so, aber also sieht jetzt in dem Blickwinkel nicht schlecht aus. Am Anfang fand ich nicht so lecker. Irgendwie, keine Ahnung, Digga, Fisch spricht mich einfach über absolut. Da ist auch keine Soße, gell? Döner ohne Soße ist doch viel zu trocken. Kommt richtig brutal, ohne Soße. Digga, er gönnt sich einfach, der schmeckt ihn anscheinend. Interessant, es ist wirklich interessant. Ich glaube, der heißt wirklich. Alter, also der pusht ihn ja unnormal in den Himmel, der Yusuf hier. Also wirklich, ich habe auch gesehen, Yusuf, erstmal Dank für deine Probe, aber das Ding ist, der Miki, der hat auch selber Hallo, anscheinend YouTube, Dönermann gemacht. Was geht? Hat an einen Chat von euch geschrieben, dass ich auch mal abchecken soll. Okay, schauen wir mal rein. Bro, Mann, ist das so in der Türkei? Digga, ich war in der Türkei. Das Ding ist, ich würde mal sehr gerne nach Istanbul, weil ich war in einem sehr kleinen Ort. Kesme? Mein Kack Türkisch kann man nicht ernst nehmen. Warte, Moment mal, wir fragen. Fragen wir jemanden, der wirklich Türkisch kann, weil mein Kack Türkisch, ich kann 3 Wörter auf Türkisch. Also AMK, kennt jeder so. Ich kann Merhaba, ich kann Şöyle şey und ja. Mal gucken, was noch so geht. Und wie Käse mal ausgesprochen wird. Mit einem richtigen Türkisch. Nicht mit meinem Dreckstürkisch. Weil ich, Digga, ich bin nicht für Türkisch gemacht. Çeşme. Çeşme, Leute. Und was heißt Esel? Heißt doch Şöleşek, oder? Eşek. Was? Ich dachte, ich schwöre, in meinem Viertel haben die immer gesagt, Esel heißt Şöleşek. Ich bin ein schlechter Türke. Hier, er hat Lachsfilets. Er macht ihn selber. Bratkartoffeln, Salat, Remoulade, Fladenbrot. Ach so, ich dachte, er kauft ihn. Aber ja, scheiß drauf. Guck mal kurz rein. Wir haben alle Rezepte bekommen. Es ist eigentlich relativ simpel und genau das soll es auch sein für Gamer. Sagen. Er macht ihn halt selber, das ist das Besondere. Er geht jetzt zu keinem Laden in Frankfurt. In Frankfurt gibt es anscheinend diesen Laden, den werden wir irgendwann mal auschecken vielleicht. Was ist das für eine Scheiße? Und zwar, wenn ihr den Fisch rauflegt auf den Grill, dann klebt er meistens fest. Ihr könnt da meistens eine Aluminiumfolie verwenden oder ich habe hier so ein Nonstick-Spray von Weber. Das mache ich einfach volle Kanne. Lol, krass. Und jetzt macht er den Fisch. Und dann kann ich den da drauflegen. Aber das ist ja nicht dasselbe, das ist ein anderer Fisch. Dann klebt er nicht fest oder dann klebt er nicht so doll. Das sieht aus wie Fischstäbchen. Der gute Lachs. Obwohl, hier ist ein Lachs. Was für Fischstäbchen. Er zeigt mir, wie es schmeckt, Digga. Ich kann noch Remoulade drauf machen. Okay, jetzt, ab jetzt gucken wir. Genießer unter euch und dip halt. Ich bin ein Genießer. Da dann halt noch rein. Ich fühle mich angesprochen als Genießer. Auch ziemlich geil. Ganz wichtig hier jetzt noch, du legst jetzt nicht einfach dieses Fischstück da rein und du drückst jetzt auch nicht so drücken, weil dann drückst du den ganzen Saft raus. Du machst einfach Folgendes, du kannst einfach von beiden Seiten, zum Beispiel auch von der Kappe eben, könnt ihr in der Gabel nehmen. Das ist zum Beispiel, das sieht ja gefühlt aus wie Fleisch. Wasser, dann rupfen. Fleisch, also der Fisch, ja, echt kannst nicht auch schlecht. Mal raus und so könnt ihr es jetzt einfach. Jetzt guck mal, jetzt haut er den Döner, guckt euch mal an, ich glaube, das könnte geil aussehen. Jetzt einfach, hat er Salat reingehauen und jetzt guckt euch mal an, jetzt haut er das da rein. Salat draufgelegt und jetzt nimmst du hier einfach den Lachs. Ja, ich muss nur sagen, es hat was vom Aussehen her. Er haut Bratkartoffeln in den Döner. Dann einfach hier komplett mit rein. Sehr simpel. Brot, Salat, Remoulade, Soße. Bruder, ich will, dass du ihn... Hä, wo isst du ihn denn? Er probiert ihn nicht, oder was? Willst du mich verarschen, Miki? Warte, was ist denn jetzt hier los? Wo probiert er ihn denn?
komme ich doch. Nee, er chillt einfach. Sehen wollt. Miki! Alter, du hast auch so einen Bauch wie ich. Wo, hallo, wo probierst du ihn denn? Ey, du könntest mich doch verarschen. Ey, wir werden den so nachmachen und ich werde ihn für ihn probieren. Der will mich doch verarschen. Der probiert ihn einfach nicht, oder was? Und eine Frechheit ist das. Und Mittwoch, 15:30 Uhr, nächster Stream.